Die allegorisch will ich heute informieren über eine gute Initiative, die am Europaparlament geholfen hat, in einer Mai-Session zu Straßburg, für dagegen zu protestieren, dass Taiwan die einzige von den vier chinesischen Kommunitäten, die demokratisch als auch Menschenrechte respektiert gehen, dass Taiwan nicht darf bei der Weltgesundheitsorganisation mithelfen. Die Liberalen haben eine Initiative ergriffen, die ich direkt unterstützt und am Europaparlament an meine Fraktion hat mich dann noch ermächtigt, eine Resolution gemeinsam mit anderen Fraktionen vorzulegen, die das Europaparlament aufgeholt hat, wo wir verlangen, dass tatsächlich Taiwan nicht mehr soll ausgeschlossen werden von den Erbichten von der Weltgesundheitsorganisation. Das ist gefährlich, nicht nur für sie, sondern auch für uns. Mit der Gesundheit soll ich keine Politik betreiben. Leider hat die sozialistische Fraktion als Resolution nicht unterstützt. Sie haben wahrscheinlich mehr und hier wirtschaftlich Interessen mit dem kommunistischen China geduld, wie die Gesundheit an der ganzen Welt.